Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt's Pizzawaffeln und zwar mit den Waffeleinsätzen von dem Tefal Opti-Grill, also nicht die süße Variante, sondern heute mal die etwas herzhafte Variante. Und den Teig mache ich heute in der iPrep and Cook für die Pizzawaffeln, also eine echte Teamarbeit. Schaut's euch an, ich hoffe, das gefällt euch. Ja, ich habe alles schon bereitgestellt hier, was wir brauchen für unsere Pizzawaffeln. Und ihr seht hier eine ganze Reihe von Zutaten, ist ein bisschen mehr. Ich habe jetzt heute auch schon mal vorgeschnitten, weil das Video sonst zu lang wird. Also fangen wir mal an. Wir brauchen auf jeden Fall Mehl hier für die Pizzawaffeln. Wir brauchen ein bisschen Backpulver und ein bisschen Salz. Das werden wir gleich erstmal mischen. Dann brauchen wir außerdem Butter für den Teig. Milch und Eier. Das ist erstmal so der Grundteig jetzt hier, den wir hier haben. Auf der rechten Seite habt ihr sozusagen die Pizza-Variante. Da haben wir also jetzt hier Mozzarella. Wir haben hier eine grüne Paprika, eine rote Paprika, was ihr mögt, eine gelbe. Dann haben wir hier Bresaola. Ich habe hier keine Salami genommen, wie so häufig, weil uns die zu salzig ist. Die ist immer sehr, sehr herzhaft hinterher. Der Bresaola ist ein bisschen milder. Also ein Bresaola hier oder ein Schinken eurer Wahl. Und damit es eben nicht ganz so herzhaft wird, nicht so ganz salzig, habe ich hier nochmal zwei Scheiben Hinterschinken, also auch 50 Gramm. Dann haben wir hier Tomatenmark, den brauchen wir noch zum etwas für die Säure und für die Farbe. Ein bisschen Pizzagewürz, dazu ein bisschen Pfeffer noch, damit es noch ein bisschen mehr Pep hat. Und dann haben wir, glaube ich, alles angesprochen. Und dann kann ich auch loslegen. So, Vorbereitung abgeschlossen. Ich mache den Teig für die Pizzawaffeln heute mit der iPrep and Cook. Den ist ja für sowas perfekt zum Rühren, zum Teigrühren und dergleichen. Und dazu setze ich zunächst mal diesen Schlag- und Rühreinsatz, heißt der, glaube ich. Ich werde mir die Namen nie merken können, Schmetterling. Also der für Teig den Einsatz ein. Und als erstes gebe ich meine Butter in den Topf, denn die würde ich erstmal schmelzen. So, dann schließen wir den Topf. So, Stufe 5. -90 Grad. 3 Minuten. Reicht. Auf geht's. So, während die Maschine arbeitet, mische ich jetzt schon mal das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz. Alles geschmolzen, das reicht völlig. Nun ist die Butter heiß. Und wollen wir natürlich in der heiße Butter jetzt nicht die Eier geben. So, damit das Ganze sich jetzt ein bisschen abkühlen kann, kommt als nächstes mal die Milch rein. Also zunächst mal Stufe 8 und Zeit ist eigentlich egal, aber 10 Minuten sollte der Teig schon durchrühren, da sollte noch ein bisschen ruhen hinterher. Da fangen wir erstmal mit an. Auf geht's! So. Oh, ist ja schon kühl genug hier. Jetzt können wir unsere Eier dazu geben, vorsichtig. Dann kriegt ihr unfallfrei rein. Ja, perfekt. So. Und jetzt gebe ich langsam das Mehl dazu. Ja, halbwegs unfallfrei, bisschen Schweinerei, aber die Maschine rührt jetzt den Teig durch und das soll sie auch erstmal ein paar Minuten. Ich lasse jetzt mal so 2 Minuten erstmal diesen Teig hier durchrühren und dann gucken wir mal rein, ob wir die anderen Zutaten schon zugeben können. Und ihr seht, der Teig ist klasse. Also der gefällt mir gut, der ist schön. Ja, jetzt gebe ich einfach alle anderen Zutaten zu und dann lasse ich die Maschine noch mal ein paar Minuten auf einer etwas geringeren Stufe rühren, denn jetzt müssen wir nicht mehr so viel verbinden.
Also Stufe, ich fange mal mit 3 an, ich glaube, das reicht. Und das Ganze höchstens 3 Minuten. Das sollte reichen. Auf geht's. So, 3 Minuten sind um. Und man sieht, hier ist ein bisschen was am Rand. Die Sachen sind gut gemischt. Das sieht man hier. Da ist also nichts mehr einzeln. Der Käse ist auch gut untergegangen hier in der Masse, in der Teigmasse. Ja, ich glaube, das war's für die iPrep hier. Die ist fertig. Und dann können wir als nächstes jetzt uns ein paar Pizzawaffeln backen im Opti-Grill. Und dann baue ich mal um. So, Umbau abgeschlossen. Ich habe meine beiden Waffelplatten drin hier, wie man das macht. Könnt ihr bei mir im Unboxing sehen. Ich blende euch mal oben jetzt hier das Unboxing ein, was ich schon gemacht habe für die Waffeln. Das geht wirklich schnell. Ich habe schon mal umgebaut hier. Wichtig, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, dass ihr hier unten dann die Füße ausgeklappt habt, damit die Waffelplatte auch plan ist, also wirklich waagerecht steht. Denn normalerweise ist er nach vorne geneigt. Ja, ihr seht, er hat sich gemeldet. Und jetzt schauen wir mal, wie viel da so reingeht. Ich mache mal meine Kelle hier so, also nicht ganz voll. Wahrscheinlich ein bisschen verteilen. Das ist aber doch zu wenig. Da steht zwar jetzt drin, man soll nicht über die Zapfen voll machen, aber wir schauen mal. So, wenn ich über den Rand schmattern, Mensch. Ja. Die Masse ist natürlich nicht so fließfreundlich wie normalerweise. Eine Masse für Waffeln, aber wir werden das schon hinkriegen. Oh, das ist wahrscheinlich doch besser. Man nimmt gar nicht eine Kelle, sondern man nimmt hier gleich so einen Spatel. So, mal gucken hier. Das Ganze soll nur 3 bis 4 Minuten dauern. Auf geht's. Länger würde ich sie nicht machen, dann wären sie wahrscheinlich zu trocken. Und lassen sie auch super rausnehmen. Ja, total klasse hier. Das geht echt gut. Ja, also wer sie brauner haben möchte, der kann vielleicht 4 Minuten machen. Also ich habe jetzt hier 3. Scheint mir gut zu reichen. Ja, sie haben auch so, ouch, oh, heiß. So vom Griff her finde ich eine angenehme Konsistenz, nicht zu hart, nicht zu weich, also eben wie eine Waffel wirklich. Riechen wunderbar. Dann machen wir jetzt mal die letzten. Ja, fertig gebacken. Was habe ich rausgekriegt? Oh, 6 Stück, also sagen wir mal 5 große. Wenn ich die andere voll gemacht hätte, 5 bis 6 große. Tolle Konsistenz. Also nicht zu fest, nicht zu weich. Sehen cool aus, finde ich. Kann man nicht meckern, oder? Mal als Fingerfood für die Party, mal zwischendurch oder für abends, aber mal einen anschneiden. Durch werden sie wohl sein. Ja, dann sieht man auch hier, da ist nichts klitschig oder so, die Waffel ist wirklich durch. Wir haben also hier keine feuchten Stellen oder irgendwas. Und ganz toll, ein sehr schöner Pizzageschmack, aber eben als Waffel. Aber für mich, wie gesagt, könnte schärfer sein. Also ich würde es das nächste Mal schärfer machen. Ja, meine Pizzawaffeln hier in der Kombination iPrep für den Teig und der Tefal Opti-Grill mit dem Waffeleinsatz hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.